So, der erste Skitag ist überlebt. Der zweite Skitag fängt jetzt an. Diesmal auch mit der Jacqueline. Ist auch dabei, hat sich umentschieden. Jetzt gibt es dann heute Skikurs vom Skilehrer. Und ja, mal schauen, was man da so Feines lernt. Und ja, danach geht's auf die großen Pisten hoffentlich. Später. So, die Skistunde ist tatsächlich schon rum. Ich bin jetzt hier am Lift gerade am Hochgurken. Ja, wir haben viel gelernt in den zwei Stunden da. Wir haben ein bisschen Technik verbessert, ein bisschen neue Sachen gelernt. Ein bisschen sicherer auf der Piste jetzt hier. Wir sind immer noch an der Beginnerpiste hier. Easy peasy. Auf dem rechten ist noch ein bisschen vereist, das habe ich mir jetzt schon getraut. Der Igor auch. Und ja, schauen wir mal, wie wir hier so ein bisschen rumheizen. Jetzt zeige ich mal ein paar Clips. So, dann checken wir mal ab, wie es schon geheizt wird hier. Fetzen wir mal die Piste runter. Und legen uns hier auf die Fresse. Nee, das hoffentlich nicht. Aber ja, schon ein bisschen mit mehr Speed. Wir fahren jetzt schon ein bisschen mehr geradeaus, anstatt nur noch in Kurven rumzugurken. Die Skier ein bisschen gerade halten. Und vor allem kann ich jetzt auch gescheit zur Seite hin bremsen. Dass ich schön stehen bleibe. Jetzt habe ich vorhin gerade gesagt, dass es ein bisschen aufklart da hinten. Und schon kommt eine fette Wolke. Mega geil. Juhu. Ich bin schon ein paar Mal hier gefahren. Da kriegst du schon echt gut Speed, hä? Also kann man schon echt ganz gut heizen. Aber davon ist Igor noch nicht so ein Fan von. Aber ich schon. Deswegen langsam muss ich auf die Piste. Also auf die richtige. Oh, Igor, ist ja auch mal wieder da. Schauen wir mal, ob er da runterkommt. Ja, das sieht doch gut aus. Er geht ab. Mehr Speed, Igor. Schau, dann schaffst du es gerade so rauf hier. Dann schaffst du es gerade so rauf mit mehr Speed. Aber es sah gut aus. Dann gehen wir jetzt mal was essen. Futtern hier. Nom. Food.
Handschuhe, weißt du? Als ob es seine Handschuhe nicht kommt. Ja, das ist wirklich eklig. Ich glaube, ich fährt da hinten mal in den Paulo Schnee rein. Ich glaube, da ist noch Schnee ziemlich fluffig. Da hab ich mal Bock drauf, zu tryen, wie es sich anfühlt hier. Okay, hier ist ja gar nicht fluffig. Ah doch. Hier. Ui. Das fühlt sich mega geil. Voll geil. Voll die Huckelpiste. Wow. Ey, die Kiddies haben noch voll die Piste gebaut, ey. Ne, die guck. Die haben nur so eine kleine Skipiste gebaut. Wenn du hier runterfährst. Da siehst du auch, dass so ein bisschen was da ist hier. Der Tag ist jetzt vorbei, es wird dunkel, der Skilift schließt auch jetzt gleich und ich würde sagen, jetzt machen wir eine kleine Abfahrt aus der Perspektive hier und dann, ja, dann geht's heim. Igor wartet auch schon unten, deswegen fett's mal. Hast du schon gedacht, ich hab mich ja gelegt oder was? Nee. So. Haben die ja schon zugemacht? Ja. Aber die da, die kann man noch hochfahren, oder? Die kann man noch hochfahren, oder? Ja. Ja, dann lass doch mal hoch und dann runter zur Seilbahn. Oder? So. Da wurden wir unten gerade noch von dem Typen an der Bahn hingewiesen, dass man hier ganz entspannt durch die ganzen Chalets da durchfahren kann einfach und dann direkt bei der Bahn unten wieder rauskommt. Das heißt, machen wir das doch direkt mal. War jetzt die letzte Fahrt und dann gehen wir. So, Abfahrt. Einfach da durch, hat er gesagt, gell? Überholt. Das ist auch voll ein schöner Weg hier. Wir müssen mal zur Skipiste machen sollen. Hier durch den ganzen Chalets hier durch. Das ist doch gut, ey. Juhu. Da hinten ist die Bahn schon. Igor muss so irgendwann mal kommen. Da hinten kommt er. Jo. Dann würde ich mal sagen, dass der Skitag jetzt rum ist. Erfolgreich überlebt. Auf den richtigen Pisten waren wir heute leider nicht. Aber nächstes Wochenende ganz sicher. Von dem her. Ja. Passt das. Gut. Na dann,
Hauen wir mal rein.